So, komm, Tierliste jetzt. Gib mir die scheiß Tierliste für die Hunde. Her damit, komm. Wir gehen rein. Wir ranken die Hunde von Influencern. Wir ranken jetzt die Hunde von Influencern, Chat. Wir fangen an mit Akani. Gegen Akani tauschen geht nicht. Würde ich keinen Hund machen. Gegen Akani tauschen würde ich nur Akani. Akani ist straight up A-Tier. Straight up A-Tier. So, dann haben wir Chef Strobel, der Hund von Trimax. D-Tier, ganz klar. Ganz klares D-Tier. Das hier ist ein Krokodil. Ist das ein Krokodil? Was ist das? Ist das ein Krokodil? Was ist das hier? Hä? Was ist das? Ist das das Krokodil von Philipp Amthor? F11 und so. Ran. Was ist das? Was ist das hier? Was ist das? Hä? Was ist das? Ist ein Erdmännchen? Von wem ist das? Von wem ist das? Der Hund? Ist das ein Otter? Wer ist das? Ist das Philipp Amthor mit einem Otter? Wer ist das hier? Wer ist das? Philipp Amthor mit einem Otter. Ja, okay. B-Tier. Keine Ahnung. Pipi. Pipi von T, Adi und Luna. A-Tier. Wobei, man muss dazu sagen, der Hund, der kann manchmal ein bisschen beißen. Der kann beißen, Digga. Der kann beißen. Manchmal ist der so ein bisschen, weißt du? Manchmal ist der so, na, der beißt. Wisst ihr, was ich meine? Der kann, wenn er auf einer Veranstaltung ist und man hat ihn so auf der Hand, dann beißt der auch so um sich. Die anderen Leute, weil das zu stressig ist. Deshalb A-Tier. Rocky von Chef Strobel. Boah, sau schwierig, weil hier muss ich natürlich auch den Faktor einbeziehen, dass der Hund von Chef Strobel ist. Rocky an sich straight up A-Tier. Straight up. Da er aber von Chef Strobel ist, A und D ergibt C. C-Tier. Tut mir leid, weil er von Chef Strobel ist. Nicht böse gemeint. Nicht böse gemeint. Ist Rocky nicht sein Vater? Ja, aber dann ist Verwandtschaft zu Chef Strobel da. Geht auch nicht. Kann man nicht machen. Geht nicht. So, Zula von Dagi Bee, ne? Von Dagi Bee, der Hund Zula. Hat mal auf meinen Teppich gepinkelt, als sie da waren. B-Tier. Ganz einfach. Sag ich ehrlich. B-Tier, weil hat wirklich mal, als sie mit Eugen mal bei mir war, schon was länger her, mal gepinkelt, glaube ich. Und noch gebellt. Was ist deine Meinung zu Mecklenburg-Vorpommern? Mecklenburg-Vorpommern kann sich ins Knie. Wer ist das hier? Wer ist das? Wer ist das für ein muskulöser Mann? Wer ist das? Wer ist das? Wem gehört dieser Körper? Das bin nicht ich, das ist auch nicht mein Hund. Ein Fitness-YouTuber. Kevin Wolter. Rico Lopez Gomez. Was hat der für einen Hund? Ich kann es nicht erkennen. Was ist das für eine Rasse? Was ist das für eine Rasse, Chat? Labrador? Ist das Labrador? Ist das Labrador? Amstaff. Labrador? Labrador ist immer B-Tier. Ist gut. Ist ein guter Hund. Iblalis Hund. Was hat der? Was hat Iblasi für einen Hund? Was ist das für einer? Man erkennt nichts bei den Bildern. Mach mal größer. Besser so, ja? Ein Pudel. Was hat der für einen Hund? Was ist das für ein Hund? Iblali Hund. Wie heißt der? Hat Iblali nicht nur Katzen? Hat Iblali nicht nur Katzen, Chat? Ist das nicht so? Ist das überhaupt sein Hund? Hä? Warte, Chat, ich mach folgendes, ich bin smart. We ain't dumb. Boom, Junge. Clever. Iblalis Hund. Ist das seiner? Ja, weiß ich nicht. Zählt hier. Keine Ahnung. Kann ich nichts zu sagen. Kevin Wolter hat zwei, was ist das? Pitbulle? Pitbullen? Pitbulls? Sind das Pitbulls? Pitbulls finde ich cool. Pitbulls finde ich cool, Digga. Was ist das? Was ist das für ein Hund? Pitbull? Von Kevin Wolter? Mr. Worldwide. Pitbull. Pitbull ist cool. Cooler Hund. Cooler Hund. Gnu hat hier einen. Sieht aus wie ein Beagle, ne? Ein Beagle ist das, oder? Ist das ein Beagle, Chat? Das ist ein Beagle. Beagle. Beagle Mix. Beagle ist straight up A-Tier. Beagle ist ein guter Hund, wirklich. Beagle ist ein guter Hund. Beagle ist cool. Beagle ist cool. Honey Poo mit dem Pudelmix. Schwierig, ne? Schwierig, weil... Boah, Honey Poo ist Prinzip... C-Tier. Warte mal. Hä? Habe ich hier nicht gespeichert? Warte. Lisa. Ich rufe die mal kurz an. Warte. Ich muss kurz eine Frage stellen. Ich kann es nicht beantworten. Bitte geh einfach kurz an. Hallo? Hallo? Isa, du bist gerade on stream, okay? Kurz wichtige Frage, ja? Ja. Dein Hund, hat der schon mal in die Wohnung gepinkelt? Nein. Dein Hund, ist der schon von Anfang an stubenrein? Ich habe sie adoptiert, also. Okay. Dein Hund, hat der schon mal einen anderen Hund angebellt oder sowas? Ja. Mhm. Dein Hund, verliert der viele Haare? Nein, gar keiner. Okay. Dein Hund, hat der Mundgeruch? Ja. Okay. Dein Hund, stört der euch manchmal, also Sascha und dich, bei Sachen? Also kommt der so ins Bett und sowas und stört euch einfach? Nee, mein Hund hat nicht die Möglichkeit dazu. Okay, okay. Was kann man noch fragen? Dein Hund, ist der reinrassig? Ja. Okay. Dein Hund, gehst du mit dem zur Hundeschule? Der war in der Hundeschule schon. Wie lange? Ich denke mal ein, zwei Jahre. Mit dir? Nee, nicht bei mir. Ich habe sie adoptiert. Okay, dann macht das keinen Unterschied. Wie heißt dein Hund? Coco. Okay. Ist dein Hund teuer im Unterhalt? Nein. Okay. Gut. Alles klar, danke dir. Was war das jetzt? War das hier gerade ein Showbattle down zwischen unseren Hunden? Alles gut, mach's gut, ne? Ciao. So, dann haben wir das geklärt. Also ich glaube, ein B-Tier ist für den Hund fein, oder? Eigentlich ist der A-Tier. Kann man, nein, komm. Er kriegt ein A-Tier. So, Lion hat hier einen Chihuahua. Automatisch bei einem Chihuahua das Letzte. Automatisch das Allerletzte. Automatisch. Ein Chihuahua ist scheiße, Digga. Ein Chihuahua ist so ein... Scheißhund, es tut mir leid. Lion, ich will dich hier nicht angreifen. Aber ich finde Chihuahua so scheiße. Könnt heulen, Digga. Ich könnte heulen. Die... Boah, nee. Also, nee. Mit Chef Strobel auf einer Stufe, wirklich. Mit Chef Strobel auf einer Stufe. Also, boah, Lion macht...
gerade vieles durch. Unpassend sowas zu machen. Okay, mitleidsmäßiges C, dann kriegt er ein C. Ich mag keine Chihuahuas, es tut mir leid. Es tut mir leid. Die sind immer aggressiv und sind sauer. So, Alfie von Dena. Wo ist eigentlich Alfie? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Alfie von Dena hat mal ins UFO gepisst, war aber immer voll süß. Alfie, eine C oder einen B-Chat? Was sagt ihr? Was sagt ihr? Ja, Isa, AT gefällt dir, ne? Bei Coco habe ich direkt so gemacht. Aber ich habe nach oben gegeben. C, ihr sagt C-Chat, dann kommt der C. Von wem ist der hier, Digga? Was ist das? Was, von wem ist der? Von wem ist dieser Hund, Chat? Von wem ist der Hund? Bitte. Chef Dobel hat gerade 50k Viewer, das ist gelogen. Der ist bei Trimax. Zuckerwatte. Von Paola. Von Tom Sperma. Von Sonny Loops. Von wem ist der jetzt? Paola oder Sonny Loops? Was ist das für eine Rasse? Bibi und Tina. Pomeranian. Moment, ich habe eine Idee, was wir machen, um das einzurenken. Ich kenne den Hund nicht, also machen wir folgendes. Pomeranian bellen. Oh, das ist schon süß, ne? Guck mal, Chat, das ist schon süß. Aber der ist auch wieder so klein, dass ich einfach den zerquetschen könnte, ne? Ist kein echter Hund. Ist ein Zwergspitz, ne? Pomeranian Zwergspitz. Akani ist kein Zwergspitz, Akani ist ein Mittelspitz. Wir können es anders machen. Ist ein Pomeranian eine sogenannte Qualzucht oder nicht? Und ja, der ist auch immer so laut, ne? Ja, okay. Dann kriegt er leider ein D-Tier. Papa Platte. Papa Platte ist nicht stubenrein. Man kann ihn aber nicht auf die gleiche Stufe wie Chef Strobel stellen. Papa Platte pinkelt sich regelmäßig ein, ist sehr teuer im Unterhalten, hat massiven Mundgeruch. Aber mit ihm kann man gut spielen, deshalb B-Tier. So, hier ist wieder so ein komischer Hund von Victoria Sabrina, oder wie die heißen? Sabrina, wie heißen die? Wie heißen die? Sabrina, Victoria? Wie heißen die zwei? Die beiden da, ja. Sabrina und Victoria. Victoria Sabrina. Victoria Sabrina, ja. Gut. Was ist das für eine Rasse hier? Chihuahua, ne? Chihuahua? Chihuahua ist es. Chihuahua. Einmal kurz Chihuahua bellen. Doch, Digga, nee. Nee. Was machen wir mit dem? Der ist ja echt scheiße, der Hund. Der ist wirklich scheiße. Also der Hund ist ja wirklich, wirklich scheiße, oder? Machen wir mit dem. Ja, der muss ein D-Tier bekommen. Der ist doch nervig. Das klingt wie Silvester. Das hier ist Knubbel, oder? Knubbel. Okay, erstmal Kylo. Kylo habe ich schon mal gesehen. Der gehört halt Monte, ne? Deshalb muss er eigentlich, man muss wieder dann einpendeln. Kylo ist straight up ein A-Tier. Der ist ein Meme, der Hund. Der ist ein Meme. Aber, er furzt auch voll oft und es stinkt. Er ist aber auch ein Feini, Chat, ne? Der wichst aber richtig oft. Spritzt er einfach manchmal, ja? Er ist halt eine Legende auch, der Hund, ne? Kylo hat mal auf Monte gejaxt. Er hat mal Monte angespritzt. Das ist schon legendär. Wenn er Monte mal angespritzt hat, ist das legendär. Ja. Kylo hat auch schon gefickt, oder? Ja, nee. Dann ist das ein A-Tier, ganz klar. So, Knubbel von Unge. Rest in Peace, einer der süßesten Hunde, die ich jemals neben Akani habe kennenlernen dürfen. Und da mache ich jetzt eine Ausnahme. Und jetzt hört mich an, Chat. Ich würde Knubbel gegen Akani tauschen, weil Knubbel dann wieder zum Leben zurückerweckt wird, was ich Simon sehr gönnen würde. Und ich möchte dann Akani aber wieder haben. Aber Knubbel ist wirklich ein absoluter Ehrenhund. Super, super süßes Tier. Der ist wirklich richtig, richtig cool gewesen. Mit dem konnte man spielen und so. Digga, Knubbel wirklich. Da muss ich ehrlich sagen, als Simon mir das erzählt hat, ich wusste das ja schon ein bisschen vor allen, da hat es mich richtig zerlegt. Digga. Da war ich so gottlos traurig. Einfach. Ehrlich jetzt, ne? Chat, was sagt ihr zu der Tierlist? Findet ihr die gut oder nicht? Findet ihr die Tierlist gut oder passend? Ich bin mit Papa Platte noch nicht ganz. Vielleicht ist Papa Platte auch ein C-Tier. Ich weiß es nicht. Falco fehlt. Falco von Hand of Blood ist ein A-Tier. Ist gut, ne? Papa Platte ist D-. Papa Platte auf A. Kevin ist nicht erzogen genug, als dass ich ihn auf A setzen könnte. Tut mir leid, das geht nicht. Können wir nicht machen, Chat. Also würde ich gerne. Geht aber nicht. Geht aber wirklich nicht, Chat. So, in diesem Sinne. Geil.